Einen schönen guten Abend, Metzinger. Im Namen von Schule Germany darf ich Sie recht herzlich hier in der Deutschhalle in Metzingen begrüßen. Position zu halten, Sammy. Lass dir Zeit, da passiert nichts. Crossface, muss ich nicht. Ganz ruhig. Bleib dran, bleib dran. Sehr gut, ganz ruhig. Die Triangel kriegst du. Die Triangel kriegst du. Da passiert nichts. Lass den Arm durch, da passiert nichts. Du bist auf mich in der Runde und jawohl. Die Entscheidung der Punktrichter. Der Kampf endet in Majority Draw. Kein Sieger. Jetzt Benni atmen, ganz ruhig. Ganz ruhig, Benni, ganz ruhig. Weiter, jawohl, ja, schärf. Aufstehen. Postur. Bein hoch. Heb ihn hoch, schlag ihn. Oh, ja, sehr gut. Die Hüfte bleibt unten. Drück die Hüfte runter. Hüfte runter, mach dich lang. Kopfklammer. Stopp. So ist gut. So, drück ihn weg. Da geht er nicht hoch. Drück ihn weg. Knie rein. Bring das Knie rein. Jawohl. Jetzt ist gut. So kommt er nicht ran. Jetzt drückst arschseitig raus. Sieger durch Unanimous Decision. Von der Blauen-Ecke, Michael Barr. Bei uns Jan Grundschlag, wie ihr seht, er schnauft noch durch. Gerade nach seinem Kampf. Jan, leider verloren. Wie hast du den Kampf jetzt gesehen oder wie waren die Eindrücke? Die Eindrücke waren sehr gut. Ich habe von Michael Barr nicht viel gewusst. Er ist kurzfristig eingesprungen, weil vor 2 Wochen habe ich Contenders gekämpft, Turnier, auch Amateurbereich. Aber auf so einer großen Bühne war es das erste Mal und ja, der Mann war im Boden sehr stark und er wusste anscheinend, dass ich vom Stand her komme, dass ich über 100 Kämpfe schon habe. Und er hat es sofort unterbunden. Das hat er klasse gemacht, hat es ja links gelaufen lassen, wie man sieht. Aber das nächste Mal wird es besser, auf jeden Fall. Es geht weiter, hör nicht auf. Jawohl, noch voll drin. Sehr gut. Das Bein. Er geht zeitlich hoch. Jawohl, komm. Weiter drehen. Jawohl. Arm aufpassen, so ist gut. Aufstehen. Bei uns der Yannick Isenmann aus der Schweiz, der seinen Kampf gewonnen hat, durch einen Fußvorgriff, würde ich mal sagen. Oder erklär uns mal, was passiert. Wir sind nicht vom Fach, erklär uns mal kurz, was vorgestanden. Das war ein Triangle-Griff, also man wirkt ihn eigentlich mit den Beinen. Man wirkt auf der Seite, am Hals, mit den Beinen darüber und zieht am Kopf ein. Das war gewollt? Das war gewollt, ja.
Daniel Temperam, der Spanier. Daniel, erster Profikampf hinter dir. Leider verloren, aber trotzdem super Fight. Erzähl uns, wie hast du ihn gesehen? Danke. Ja, der war ziemlich ausgeglichen. Ging ja nicht so lange. Da kam halt der linke Haken durch und ja, ich bin halt dann nochmal mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen und dann war ich kurz weg. Er hat nachgesetzt. Okay. Und dann. Bist du selber zufrieden mit dem, was du gezeigt hast? Ich habe es noch nicht wirklich gesehen. Okay. Also, wenn man es von außen sieht, ist es immer anders. Ja, ich kann, ja. Aber dir geht's gut? Mir geht's gut, alles gut, alles gut. Alles klar. Alles. Wir sehen dich dann im zweiten Profikampf wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Fußball-Weltmeister Guido Buchwald. Herr Buchwald, hier heute Abend Kampfsport in Metzingen. Ihre Eindrücke? Hi, ich glaube, es ist eine tolle Stimmung. Es sind auch tolle Leistungssportler, muss man sagen, die da kämpfen gegeneinander. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich bei sowas live dabei bin. Okay. Und es ist schon imponierend. Würden Sie sich zutrauen, da selber zu stehen? Nee, also ich bin froh, wenn ich ich bleibe beim Fußball erstmal und mein Alter ist sowieso schon vorbei. Aber ich muss sagen, diese muskulöse Dinge, die Schnellkraft, die auch die Sportler haben, okay. Das ist auch eigentlich eine komplette Sportart. Man muss boxen können, man muss beweglich sein können, man muss ringen können. Also ich muss sagen, also von daher ist es schon imponierend und da muss man natürlich schon in jeder Sportart irgendwo auch sich trainieren und man braucht auch einen ziemlich perfekte Körper und das 1 gegen 1 ist auch immer unheimlich interessant. Bei uns Markus Reis, der Announcer, spricht der Hallensprecher, würden wir sagen, beim Fußball. Markus, gibt es noch einen kleinen Eindruck, wie siehst du das Event bisher? Bis jetzt super Fights, sehr abwechslungsreich, sehr technisch, zwischendurch auch mal sehr wild. Sehr zufrieden bis jetzt. Ich glaube, die Zuschauer wissen das auch, merken es auch. Auch die, nicht so versiert sind. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt und freue mich immer noch auf den Superkampf, der jetzt gleich stattfindet und das Main Event Deutschland-Japan. Okay. Mach mit! Step! Auf die Knie. Auf die Knie hoch, komm! Geh auf die Knie! Los! Los!
Der Sieger des Main Events dieses Abends, die Blaue Ecke uns einer der Hauptkämpfer, Florian Lenz. Florian, 3 Runden harter Sport hinter dir. Ja. Wie hast du es gesehen? Ja, war richtig cool, hat mir riesige Laune gemacht. Mein Gegner war überragend, flink auf den Beinen und da wollte ich gar nicht so viel Risiko eingehen im Stand und habe ihn dann in die Guard gepolt, was mir dann auch gut gelungen ist, nur ich konnte daraus nicht mehr viel arbeiten, weil er einfach mich dann gut dominiert hat, Schläge setzen konnte und ich dann leider dort meine Position nicht verbessern konnte und wir eigentlich dann dort geblieben sind. Mit ein bisschen Glück hätte ich vielleicht die Position verbessern können und mich daraus dann herausarbeiten, aber der war hervorragend, war spitze. Also sprich, du bist nicht enttäuscht? Nein, auf gar keinen Fall. Der hat über 20 Profikämpfe, 4-mal so viel wie ich überhaupt, hat so viel Erfahrung, die ich noch gar nicht habe, weil er bei großen Verbänden schon gekämpft hat. Der hat mich so viel raus, für mich ist es eine große Ehre, gegen ihn zu kämpfen. Und ich freue mich, dass ich die Chance bekommen habe von Peter Angerer, der das Ganze organisiert hat, und bin überglücklich, dass ich hier heil rausgekommen bin. Das letzte Mal habe ich 2 Zähne verloren, von dem her. Okay. Also sprich, wir sehen dich wieder auf dem Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr jetzt nicht mehr, weil ich Vater werde im September und meine Zähne errichten lasse, aber nächstes Jahr wird uns bestimmt was Tolles einfallen. Viel Erfolg dabei. Vielen, vielen Dank. Nichts mitgekriegt. Bei uns der große Macher, Peter Angerer. Peter, toller Kampfabend vorbei. Kannst du schon uns was mitteilen? Was hast du wahrgenommen? So gut wie gar nichts. Ich habe 6 Kämpfer von mir betreut, vorbereitet, Hände bandagiert. Ich war seit heute Mittag um 3 in der Umkleidekabine mehr oder weniger, habe mich um meine Jungs gekümmert. Ja, das ist eigentlich so das Hauptding von mir heute gewesen. Und vom Event an sich habe ich gar nichts mitgekriegt, außer dass es ab und zu richtig laut war und dass anscheinend eine richtig gute Stimmung hier war, aber ich war nur in den Katakomben unterwegs und mit meinen Jungs und Aufwärmen und so, aber jetzt auch schon wahnsinnig viel positives Feedback, also muss es schon gut gewesen sein. Absolut. Ich werde es ja dann auf Video sehen. Ja. Das heißt, du musst erstmal ein bisschen runterfahren? Ja, also die nächsten 2-3 Tage erstmal abschalten ein bisschen und dann mal das Ganze analysieren, so nach und nach alles aufarbeiten, mal schauen, was jetzt wirklich gelaufen ist und dann sehen wir, aber wir sind auf jeden Fall in den schwarzen Zahlen, ja, das hat sich auf jeden Fall rentiert, wenn man das so sagen kann, ja. Ist okay, also wir sind am 11. Oktober wieder hier am Start in der Öschhalle hier in Metzingen mit Judo Kings 2. Und das wird mindestens genauso gut wie heute. Ja. Peter, sag uns noch einen Satz zum Hauptkampf von Florian gegen einen unglaublich starken Japaner. Wie hast du es gesehen? Ja, wir haben natürlich einen Topstar eingeladen, also nicht irgendeinen Fallobst, damit unsere Leute hier vor heimischem Publikum gut aussehen, sondern wir haben schon den Anspruch, dass wir unsere Kämpfer weiterbringen wollen. Und das können sie nur, wenn sie sich an guten Leuten messen, damit man mal sieht, wo man wirklich steht. Ja, und der Flo hat jetzt hier über 3 Runden mit einem absoluten Star aus Japan mitgehalten. Da ist natürlich noch Luft nach oben, aber das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Standortbestimmung. Und er hat das richtig gut gelöst, meiner Meinung nach. Also es war auf jeden Fall ein Spitzenkampf. Ja, war alles dabei. Der Flo hat sehr, sehr gut auf die Ecke gehört. Also der Stefan Hoss, einer unserer erfolgreichsten Kämpfer, der hat den Flo hauptsächlich vorbereitet in den letzten Wochen. Ja. Deswegen hat auch er das Wort geführt am Ring. Ja, ist absolute Bezugsperson für den Flo. Und das hat super funktioniert. Also die Taktik ist aufgegangen. Der Flo hat daran festgehalten, an dem roten Faden, hat es durchgezogen und war alles in Ordnung. Also kann man nur sagen, ja, wir werden wieder einen Top-Japaner holen. Das war nichts fragen. Also wir können uns im Oktober wieder auf einen Top-Fighter hier einstellen, dass einer kommt. Auf jeden Fall, das ist ja so die Grundidee von Shooto Kings. Wir wollen Spitzenkämpfer aus Japan nach Deutschland bringen, damit sich die deutschen Kämpfer daran messen können. Und dann wollen wir einfach sehen, wo die Deutschen wirklich stehen. Und da kann ja nur Luft nach oben sein. Da kann man sie ja nur weiterentwickeln und dann wird es irgendwann laufen. Ja? Okay, also das heißt für jeden, der heute nicht da war, Oktober auf jeden Fall in die Öschhalle. 11. Oktober. Shooter Kings 2, Supernova, vorbeikommen. Ja, wird auf jeden Fall ein geiles Event. Alles klar, danke dir. Danke dir. Gib alles.